herzlich willkommen zum heutigen Donnerstag. Ja, wir sind ja wieder zurück in Kanada und in Yukon immer noch. Und wir haben heute von Whitehorse 20 Kilometer lang eine Kanufahrt den Yukon River entlang gemacht. Und genau da, wo wir rausgekommen sind, da stehen wir gerade mit unserem Auto. Wir stehen am Klontiki Highway, das ist der nach Dawson City weitergeht. Das ist dann, wenn man den Dempster Highway zum Beispiel fahren möchte in Kanada. Ja, jetzt zeige ich euch mal kurz, wo wir stehen. Und man sieht ihn, glaube ich, nicht, gell? Schau mal, ob sich das ausgeht. Man sieht den Yukon River leider nicht, ja, also hier ist der Highway. Da tut gerade wer genau. Mit einem Boot raus, das sieht man vielleicht, das Auto. Ja. Und da hinter den Bäumen genau ist der Yukon River. Da ist die Strömung wieder ein bisschen sanfter geworden, dass man auch gut abzweigen kann zum Herausholen, was uns heute nicht ganz gut gelungen ist. Ja. War eine wunderschöne Ausfahrt mit vielen Tierbeobachtungen. Aber dafür gibt es, glaube ich, einmal ein YouTube-Video, oder? Machen wir ein eigenes Video dazu. Genau. Bitte. Gut, ich übernehme mal die Einleitung zu dem heutigen Thema. Wir wollten heute ein bisschen da anknüpfen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar ist ja da um diese innere Sicherheit gegangen. Also wie können die Kinder innere Sicherheit erlangen? Und ich habe da gesagt, dass es einfach diese Basis so wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind willkommen, sie sind okay, so wie sie sind und sie sind genau richtig da, wo sie sind und so, wie sie sind. Und ja, wir haben uns gedacht, wir sprechen heute ein bisschen so über unsere Haltung und über unsere Sicht, wie wir mit unseren Kindern oder wie wir unsere Kinder begleiten und wie wir versuchen, ihnen das mitzugeben, diese Basis. Denn wir haben irgendwie so diesen Gedanken, wenn wir es schaffen, dass wir die Kinder wirklich weitschichtig sehen und dass sie da diesen Platz bekommen und dass sie da gut eingebettet sind, dann, ja, dann ist das eine gute Basis für ihr restliches Leben. Genau. Und deswegen heißt das heutige Thema Kinder achtsam begleiten. Das ist so der Überbegriff und genau, also vielleicht kurz zu achtsam, also Kinder achtsam begleiten. Wir sehen das so, dass diese Achtsamkeit ist ja dieser Fokus auf einen Punkt und wenn es um die Begleitung mit Kindern geht, also man kann ja den Fokus nicht überall hinrichten und in diese Achtsamkeit oder in diesen bewusst in den Moment zu kommen und in diese Langsamkeit, dann kann man ja mehr wahrnehmen oder öffnet sich der Raum mehr für diesen Moment. Und wenn wir das eben schaffen, was wir natürlich nicht immer schaffen, aber was wir halt anstreben oder wo wir halt einfach, was einfach unser Ziel ist auch, oder wo wir einfach, so wie wir das halt so gern hätten. Es ist eins unserer Herzensthema. Genau, ja. Ist einfach, dass wir eben jetzt Wenn ich in Kontakt bin mit dem Kind, dass ich da wirklich achtsam bin mit dem Kind und dass ich da wirklich achtsam bei mir bin und achtsam beim Kind und dass dadurch so ein Raum entstehen kann, in dem einfach der Moment sein kann. Also um es konkret zu machen, also wenn es um irgendein Problem geht oder ein Thema geht, das Kind kommt zu mir und sagt, ich brauche jetzt das und das oder ich habe Hunger oder was auch immer oder mir tut es da und da weh. Es ist ganz egal, um welches Thema es geht. Also wenn ich da wirklich achtsam beim Kind bin und einfach einmal wahrnehmen, was das Kind mir da sagt und auch wahrnehmen, was macht diese Aussage mit mir, und dann entsteht da so ein Raum zwischen uns und den gilt es einfach einmal zu halten und einfach einmal zu spüren, was ist da und genau, und dann kann man schauen, was braucht dann die Situation. Aber dieser erste Moment ist oft, finde ich, ganz essentiell oder das hat so ein, heilig will ich nicht sagen, aber es hat einfach so ein Potenzial, dass in diesem Raum erstens mal schon ganz viel Heilung passiert und ganz viel aus diesem Raum entstehen kann. Dass ich nicht gleich reagiere, wenn irgendwas ist, sondern dass ich einmal einfach diesen Raum eröffne, einfach einmal um einmal das da sein zu lassen, was gerade ist. Genau, deswegen haben wir das irgendwie so, dieses achtsam drinnen beim Begleiten von Kindern, weil wir merken einfach, dass in jedem Moment, wo uns das gelingt, wirklich ganz achtsam in dieser Situation zu sein, dass da einfach schon ganz viel passiert. Nicht nur Heilung, sondern auch Stärkung für das, wie das Kind heranwächst. Es geht ja uns darum, dass wir nicht einfach achtsam aus irgendeinem Grund sind, sondern wir wollen ja unsere Kinder fürs Leben stärken, für die Situation stärken, für das, wenn wir dann nicht mehr bei ihnen sind. Und durch dieses Wahrnehmen, anstatt reagieren und dann aber agieren,
mit einem achtsamen Agieren kann das Kind auch viel besser sich selbst spüren und sich selbst wahrnehmen, so wie wir auch uns im ersten Moment einmal selbst wahrnehmen, was macht das mit uns, die aktuelle Situation. Und ich glaube, das ist eine gute Basis, wenn man selbst seine Bedürfnisse kennt und das Kind lernt, selbst seine Bedürfnisse zu kennen, dann ist das eine gute Basis, in vielen Situationen einfach viel öfter zu agieren, anstatt zu reagieren. Also als Kind zu stärken. Und das ist für mich auch ein Hauptgrund, warum dieses Thema so ein Herzensthema bei uns und bei mir ist. Vielleicht ganz kurz, weil das Problem ist ja mit dem Reagieren, dass wir da ganz oft in alten Mustern sind, die wir ja von unseren Eltern mitbekommen haben, die dann das schon weitergegeben haben. Also es entsteht dann ganz oft so Muster und Glaubens, wie soll ich sagen, so Sätze, die man eigentlich gar nicht so meint oder die man eigentlich gar nicht sagen will, aber die man einfach sagt, weil man einfach schnell mal reagiert und schnell mal was raussagt. Und ich glaube, das gilt einfach einmal, die loszulassen und einfach einmal wirklich, zuerst einmal wirklich einmal innezuhalten und diesen Raum. Und wir werden jetzt dann auf ein paar Werte eingehen, die uns da wichtig sind. Und egal, um welches Thema es geht immer wieder um diesen achtsamen Raum, den es zu halten gilt und den es zu wertschätzen gilt. Genau. Mir fällt jetzt da gerade ein Beispiel ein. Also wenn jetzt gerade bei kleineren Kindern ist das ja noch ganz spürbar. Wir haben da auch, glaube ich, sogar so mal was dazu schon gemacht über Kinder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass mein Kind mit mir wickeln geht, weil ich merke, es hat in die Windel gebracht. Und wenn ich sage, wir gehen jetzt wickeln und das Kind so mitnehme, dann hat das Kind nicht diesen, also dann war das dieser Moment, dieser achtsame Moment noch nicht da, dass das Kind von sich aus entscheidet, ja, ich gehe jetzt da mit. Sondern es braucht immer diesen kurzen Moment, bis das Kind sich entscheiden kann, auch ja, ich will da jetzt mit, ich gehe jetzt wickeln. Oder also, dass es sich wirklich aktiv entscheiden kann dafür. Und das macht es dann eben auch. Also wenn jetzt dem Raum nicht gibt, dann sagt es eher, nein, das mag ich jetzt nicht. Aber wenn ihr einfach diesen Raum offen lasst, dann entscheidet sich das Kind dafür. Und das entschärft ganz viele Machtkämpfe zwischen Kindern und Erwachsenen, wenn einfach immer dieser Raum offen ist, wo das Kind sich aktiv für die Situation entscheiden kann. Genau, aber vielleicht. Ja, wir haben da sogar einen eigenen Blogartikel gemacht auf unserer Homepage dazu. Zum Wickeln ohne Geschrei heißt der. Und ich habe ja als Vater lernen dürfen, das was für mich neu war, dass solche Situationen, die im Moment manchmal als Reaktion oder als Konfliktsituation da sind, eigentlich eine riesengroße Chance bergen. Also wir haben eigentlich es, glaube ich, geschafft, dass wir die vier Kinder durch die kurze oder lange, je nachdem, Wickelphase mit eigentlich wenig Geschrei durch oder mit eigentlich gar keinem Geschrei, was ich mir erinnern kann, durchgebracht haben. Also sie haben sich eigentlich nie geweigert, weil wir diese Situation als Chance gesehen haben, einfach Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber im Detail kannst du das dann im Blog anschauen. Ja, eben als achtsamen Moment mit dem Kind. Und somit kann etwas, was in manchen Situationen woanders vielleicht als Konflikt erlebt wird, wenn man es achtsam und mit einem gewissen Bewusstsein macht, als Chance und als ein schöner Moment entstehen. Und dieses Potenzial, das erkennen wir sehr oft und mit Achtsamkeit kann man das dann umsetzen. Genau. Ja, ich bin nämlich auch Family Lab Trainerin, also ich komme so ein bisschen von Jesper Juhl Seite. Ich habe da mal Ausbildung gemacht und deswegen nehmen wir das heute so ein bisschen mit rein, weil es irgendwie so unsere Hauptwerte geworden sind, wie wir unsere Kinder begleiten. Also ich will mal grundsätzlich vornherein vorwegschicken, dass es nie um irgendeine um eine starre Struktur geht, wie macht man das jetzt mit Kindern, sondern es soll immer offen sein und es gibt auch keine Konzepte und keine Methoden, wie man das macht, sondern das muss einfach authentisch und einfach, man muss einfach man selbst sein sozusagen, aber einfach diese so eine Grundhaltung zu entwickeln, wie man es einfach schön hinkriegt. Und genau, dafür gibt es eben vier so Werte, die wir so als wesentlich für uns rauskristallisiert haben. Genau, die würden wir heute sprechen. Jetzt haben wir recht eine lange Einleitung gemacht. Gell? Ja. Gut, also der erste Wert ist einmal, oder willst du dazu noch sagen? Nein, das ist es. Okay. Der erste Wert, der irgendwie so die Basis ist, um eine gelingende Beziehung zu schaffen zwischen uns und den Kindern und auch zwischen uns. Das wollte ich gerade sagen. Also diese Werte, genau, die gelten ja nicht nur zu den Kindern, sondern die gelten generell. Genau, die gelten für alle. Ist Gleichwürdigkeit. Das ist mittlerweile eh schon ein Begriff, der schon irgendwie schon Einzug gefunden hat, glaube ich, im Begleiten von Kindern. Aber mit kurz nur Gleichwürdigkeit bedeutet für uns,
dass wir eben jedes Familienmitglied als gleichwertig ansehen. Also dass egal ob es um, also dass sie die gleiche Würde auch haben, egal ob sie alt sind, ob sie jung sind, männlich, weiblich, egal welche Hautfarbe, es ist ganz egal. Es geht immer darum, dass von jedem Einzelnen die Wünsche und Bedürfnisse den gleichen Wert haben. Genau. Auch wenn sie unterschiedliche Lebenserfahrungen haben oder genau. Unterschiedliche Kompetenzen haben. Genau, das bringt mich an den Punkt. Also es geht eben nicht um Gleichheit. Also die Kinder haben nicht, also der Elia hat nicht die gleichen Lebenserfahrungen wie wir und dadurch steht er nicht auf der gleichen Wertigkeit, wenn es um Entscheidungen geht. Aber es geht um die gleiche Würde, also dass diese Wichtigkeit von dem Bedürfnis jedes Einzelnen ist gleich hoch, egal um was es geht. Egal, ob es bei dem einen ist, ich hätte jetzt bitte gerne ein Zuckerl, grüße bei uns nie, also nicht, kommt, oder ich hätte jetzt gerne irgendwas und der andere, beim anderen Bedürfnis geht es um irgendwas, was, also... Wir waren jetzt letztens beim Walmart und der Elia ist vorbeigegangen bei der Spielzeugabteilung und wollte unbedingt das Lego haben. Und das Beispiel dazu ist eben, dass das okay ist, dass er dieses Bedürfnis hat, dieses Lego zu wollen. Das ist halt ein Wunsch von ihm. Und es geht jetzt nicht darum, dass wenn wir mit ihm gleichwürdig umgehen, dass wir ihm seine Wünsche erfüllen, sondern es geht darum, dass wir seinen Willen achten, ihm zuhören, ihm zeigen, okay, ich habe dich gehört, ja, aber im gleichen Moment können wir auch unser Bedürfnis dahingehend mit ihm kommunizieren. Es geht um diesen gleichwürdigen Austausch bei diesem Thema. Weil, genau, also vielleicht, das ist ein gutes Beispiel, vielleicht kann man das gleich so hernehmen, dass man das ein bisschen konkreter macht. Also er schreit, er wollte unbedingt dieses Auto haben und ich kann jetzt sagen als Mama, gerne schon wieder, willst du was? Oder geh komm, nein, das mag, wir gehen jetzt. Oder ich sage, ja, wow, du möchtest gerne das Auto, gell? Das ist richtig schön oder das ist so riesengroß oder so, das hättest du schon voll lang gern. Und einfach durch dieses Aussprechen, was er gerne will, sieht er, okay, ich habe ihn verstanden, dass er das gerne will. Und einfach nur, wenn ich das ausspreche, ja, du hättest gerne dieses Auto, das entspannt die Situation dermaßen. Also das glaubt man gar nicht, das ist wirklich, das automatisch entsteht ein... Und dann kann man immer noch weiter schauen, okay, ja, aber jetzt werden wir dir das nicht kaufen. Und dann kann er mit dem umgehen. Und wenn er nicht damit umgehen kann, dann hat er vielleicht einen Frust. Aber selbst der ist völlig okay. Es ist okay, dass er diesen Frust dann hat. Und dann kann man sagen, okay, wir begleiten ihn dann in diesen Frust. Ja, boah, das ist jetzt richtig schwer für dich, dass du es nicht kriegst. Oder boah, das macht jetzt wütend oder was auch immer. Man kann es dann wieder begleiten. Aber das heißt nicht, dass man es erfüllen muss, nur weil er das unbedingt haben will. Genau, also das. Und man muss es auch nicht begründen. Also es gibt, man muss nicht einem Kind einen Grund geben, warum er sein Bedürfnis nicht stillt. Nein, Bedürfnis nicht, Wünsche. Bei Wünschen, ja. Wünschen, also du musst bei seinem Wunsch nicht sagen, aus dem und dem Grund, sondern es geht darum, ihn wahrzunehmen. Ja? Genau. Vielleicht gehen wir kurz auf den Unterschied ein. Also eben, es gibt ja Bedürfnisse und Wünsche und vor allem, desto kleiner ein Kind ist, desto wichtiger ist es, die Bedürfnisse sofort zu erfüllen. Wenn sie größer werden, kann man es vielleicht ein bisschen aufschieben, aber sie essen, schlafen, all diese Dinge, aber auch diese psychologischen Bedürfnisse wie Verbindung, Nähe, Autonomie, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass die immer erfüllt werden. Dass das Kind diese Bedürfnisse einfach sind Grundbedürfnisse. Genau. Aber eben nicht Wünsche. Also Wünsche, also Lego-Auto ist kein Grundbedürfnis im Vergleich zu, ich habe einen Hunger, ja? Was selbstverständlich ist. Ja, oder eben auch diese Nähe. Also man sieht ja ganz oft bei einem Konflikt, geht es jetzt wirklich um das Offensichtliche oder geht es eigentlich nur um Nähe und Verbindung? Also ganz oft ist ja einfach nur, sobald die Verbindung wieder da ist, ist es nebensächlich, was rundherum ist. Also genau. Also das ist eben der große Unterschied zwischen Wünsche und Bedürfnisse und die Bedürfnisse sollten schon immer erfüllt werden und sie haben immer die gleiche Wertigkeit wie, also von jedem einzelnen Mitglied. Das ist jetzt die Gleichwürdigkeit, so wie das dann so. Ja, wobei die Themen können aus unterschiedlicher Sicht ja von uns Eltern ja auch mit den Kindern kommuniziert oder wahrgenommen werden, weil auch die Magda und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Also Magda ist die Mutter, ich bin der Vater, ich bin ein Mann. Also sowas, unterschiedlich. Und Ich habe ja auch Unterschied. Ich fühle mich auch in unterschiedlichen Rollen zu Magda in der Familie, auch als Mann. Also ich sehe mich ja mehr so in der Rolle, dass ich für die Familie einen Raum schaffe, wo ich weiß, da kann jeder sich entfalten, da ist eine Sicherheit gegeben. Es ist ein Raum, okay, wenn die Kinder sich in dem bewegen, sozusagen in dem Umfeld, in dem Wald, an dem Fluss, und ich weiß, ich halte den Raum oder ich habe das vorher abgesteckt oder ich habe das vorher beobachtet und weiß, wo er gehen kann, dann fühlen sie sich in einem sicheren Raum. Und deswegen kann ich auch bei diesen Punkten, auf denen wir eingehen, mit meinen Aufgaben als Mann und Vater
ganz anders mit den Kindern sozusagen, also schon thematisch gleich, aber mit einem anderen Zugang auf das Thema eingehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Beispiel macht, wir sind vor kurzem in Alaska beim Floß gestanden und wir haben ein kleines Holzfloß gebaut. Und wenn es dann geht um die Gleichwürdigkeit, dann ist es eben nicht so, dass, also gleichwertig würde heißen, jeder hat das gleiche Know-how, um ein Floß zu bauen. Das haben wir nicht, weil ich habe vielleicht schon mal ein Floß gebaut und der Milen hat sowas noch nie gebaut. Ja? Aber es geht jetzt in dem Fall auf die Gleichwürdigkeit. Das heißt, wir bauen gemeinsam, wir suchen Materialien und wir bauen. Und wenn der Milan eine Idee hat, wie er sich vorstellt, dass das Floß bauen könnte, dann kommuniziert er das vielleicht oder er fängt irgendwie an. Und wenn ich meine, dass das Floß nach einem halben Meter untergeht, dann könnte jetzt, wenn ich nicht gleichwürdig wäre, sagen, es ist Schwachsinn, was du da baust, das wird sofort untergehen mit meinem Wissen. Oder ich kann sagen, ah, okay, so machst du das. Ich könnte darauf eingehen und ihn einmal feststellen, warum er das überhaupt so macht. Und einmal einfach nur, also ich würde sogar, Entschuldigung, kurz vielleicht eine Pause noch einen Schritt zuvor machen. Nein, du kannst schon, dass du einfach, ach so machst du das. Und dann auch wieder den Raum kurz halten, um einmal das wahrzunehmen, was er gerade macht. Allein, dann genau, weil allein durch die Wahrnehmung gebe ich ja auch mir den Zeitraum zu entscheiden, wie möchte ich überhaupt reagieren auf diese Sache. Weil ich weiß ja, dass ich achtsam mit ihm umgehen möchte. Jetzt kommt ein riesen Truck bei unserem Parkplatz an. Aber ich glaube, der wird bald wieder fahren. Jedenfalls auch diese Wahrnehmung ist ja auch, wenn ich sozusagen mein Reagieren, okay, der ist wirklich jetzt da lustig da. Der holt was ab. Ich hoffe, ihr hört es uns noch gut. Also wenn ich mir die Chance gebe und durch das dauernde Machen komme ich ja in ein Reagieren, weil es ja automatisiert wird. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, indem ich immer in diesen Situationen zuerst einmal wahrnehme, was ist und nicht sofort sage, so ist es, gebe mir die Chance, in diesem Moment so mit ihm umzugehen, wie ich es eigentlich nach den mir geliebten Werten entspricht. Ja? Und so könnte ich sagen, okay, du möchtest das Holz mit dem verbinden, okay. Und dann könnte man auf unterschiedliche Varianten auf das Thema eingehen. Und damit bewahre ich seine Gleichwürdigkeit und rede auf Augenhöhe mit ihm, ohne zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie und er das losbaut. Und auch seine Integrität, da geht man gleich weiter. Ja. Da kommen wir schon wieder aufs nächste Thema. Aber das ist das, was ich jetzt da schon anfangs, also jetzt haben wir schon eine Viertelstunde geredet, was ich gleich am Anfang sagen wollte, dass auch die Magda und ich unterschiedliche Zugänge bei allen Themen haben, weil wir auch uns in unterschiedlichen Aufgaben in der Familie fühlen. Ja. Genau, also ich bin jetzt gerade auf die Integrität gekommen. Ja. Das ist ja gleichwürdig. Aje, Elia rein. Wir sind wieder da. Der Elia hat auch das Lastauto anschauen wollen, was gerade vorbeigefahren ist, und dann ist aber der Stiege rausgefallen. Genau. So. Okay, also der zweite Wert ist eben die Integrität. Integrität ist das Selbst von an, also dieses Wer bin ich oder die Persönlichkeit sozusagen, oder ja, Persönlichkeit ist das richtige Wort. Diese Einzigartigkeit eines jeden. Genau, ja, und das mein Inneres sozusagen. Also man, oder vielleicht ist es besser zu erklären, wenn ich sage, die Integrität steht eben in einem Spannungsverhältnis zu der Kooperation. Also die Kooperation ist das, ich will dazugehören und will dadurch machen, was für einen anderen gut ist. Das, was wir von unseren Kindern oft wollen. Ja, genau. Das ist das, was Eltern meistens von den Kindern wollen, dass sie funktionieren, dass sie mitmachen, dass sie dabei sind. Und das machen Kinder ja ganz, ganz oft. Also es ist ja erstaunlich, wenn man mal wirklich den Blickwinkel darauf richtet, wie oft am Tag Kinder kooperieren. Ob es ist, in der Früh aufzustehen, sie genau zu der Zeit zum Tisch zu setzen oder sich anzuziehen, das anzuziehen. Das ist ja angelegt in ihnen. Also genau, also das ist grundsätzlich einfach, passiert das ja ganz oft am Tag, dass Kinder kooperieren. Und eben im Spannungsverhältnis dazu steht eben diese Integrität, dieses, was will ich eigentlich selber? Wer bin ich selber und was will ich selber? Also und gerade in so einem Familiengefüge, wo eben mehrere Menschen sind, muss man immer wieder abwägen, wie will es ich und wie ist es für die Gemeinschaft gut? Und das ist immer ein Spannungsverhältnis, was ein Kind dauernd zu spüren bekommt. Und es ist aber so wichtig, dass man eben diese Integrität des Kindes wahrt, dass das Kind, gerade nur dazu, wenn es es sogar anzeigt, also wenn der Kind sagt, nein, ich mag das jetzt gerade nicht, dass man da wirklich auch wieder den Raum einmal öffnet und wirklich zuschaut, okay, du magst es gerade nicht, warum nicht?
Und weil automatisch durch den leeren Raum, der da entsteht, wahre ich schon die Integrität, weil ich schon sehe und wahrnehme, was das Kind eigentlich gerade will oder was gerade das Problem ist. War jetzt grad der Thomas ist runtergegangen zum Elia und der Elia erzählt ihm, er ist da rausgefallen und einfach in dem Thomas ihm zugehört hat und der Elia das sagen können hat, ja, ich will das Laster da anschauen, dann bin ich rausgefallen und ich will das. Und einfach indem er sich da äußert, wird einfach gesehen und ja, das war's dann für ihn. Also das braucht nicht mehr. Es braucht einfach wirklich meistens nur dieses Wahrnehmen. Also manche Eltern neigen ja oft dazu, dass sie sagen, dass sie selbst wieder glücklich sein wollen, indem sie dem Kind sagen, ist ja nichts passiert, ja, die Welt ist eh heil. Und das ist aber genau das Gegenteil von dem, was es in der Situation aus unserer Sicht braucht. Und das bringt das Kind ja extrem von sich weg, weil in sich spürt es, da ist gerade was passiert, ich habe mich geschreckt, ich habe mich weh dann und die Mama sagt aber, es ist nichts passiert. Das passt also, da passt irgendwas nicht. Genau. Aber genau, also nur mal zur Integrität. Also es geht ganz stark um zu spüren, wer bin ich und was brauche ich gerade oder was ist gerade meins und was ist seins oder deins sozusagen, also meins, seins. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder, also ganz, wie soll ich sagen, achtsam zu sein und zu schauen, wann äußert mein Kind ein Nein oder wann äußert es, das mag ich gerade nicht. Weil das sind so ganz feine Nuancen, wo ein Kind einfach anzeigt, da ist meine Grenze und das bin ich und das will ich jetzt gerade nicht. Und desto häufiger oder desto öfter wir es schafft, dem Kind seine Integrität zu lassen, desto mehr kann es selbst sein und werden. Also, ja, sein und werden. Ja. Genau, weil es einfach dadurch in sich stark werden kann, weil es okay ist, dass es so ist, wie es ist. Das ist, da kommen wir genau an den Punkt. Wenn ich was äußern kann, was ich mir fühle, und das ist okay, dass ich es äußere, dann bin ich okay, so wie ich bin. Weil wenn ich das äußere und es heißt aber, das ist ja Blödsinn oder es wird gar nicht darauf geachtet, dann kriege ich das Gefühl, also so wie es ich empfinde, ist es nicht richtig, also bin ich nicht okay. Und das ist eigentlich so, eben der zweite Wert, der so wesentlich ist, in diesem Gefühl, mich gut, ganz zu fühlen und wertgeschätzt und geliebt und ja, gesehen zu fühlen. Genau. Und es ja. War ja für mich, also es ist es war ja als Vater für mich auch eine große Aufgabe, die hier in dieses Thema Integrität reinzuwachsen, weil ich bin, also nicht nur mit den Kindern, auch mit der Magda, auf der Beziehungsebene generell, weil ich bin ein Mensch, der schon ganz klare Vorstellungen sehr schnell hat, was er wie will und wie er es umsetzen möchte. Das ist in mir sehr stark veranlagt und genau mit dieser Art komme ich, wenn ich achtsam umgehen will, eigentlich nicht sehr weit, weil ich erstens einmal mich selbst begrenze, weil ich glaube, das ist der beste Weg und mich gar nicht einmal einlasse auf mögliche andere Wege. Und zweitens, weil ich dem Gegenüber gar nicht die Chance gebe, in seiner Integrität zu bleiben, sondern ihn damit ja schon eigentlich zwinge, in die Kooperation zu kommen. Und damit schwäche ich die Integrität der Kinder. Und das war mir, da wir da sehr früh damit begonnen haben, also auch schon mit Liam, wie er ein Baby war, haben wir mit diesen Werten uns schon beschäftigt, von Anfang an klar, okay, ich musste hier viel, viel, viel achtsamer werden, weil jetzt geht es darum, dieses Wesen eben nicht mit meinen Sichtweisen zu bombardieren, sondern einmal dem Raum geben, eigene Sichtweisen zu haben. Und ich finde oder ich sehe das immer wieder, gerade bei den Männern oder bei den Vätern, auf Spielplätzen oder sonst wo, wie sehr klare Vorstellungen im Raum sind und nicht die Offenheit ist für diese Vielfalt an Möglichkeiten, die sind. Ja? Also sozusagen dem anderen Integrität zu bewahren, hilft dir einem selbst auch, und das habe ich als Mann, Vater lernen dürfen, offener zu werden, freier zu werden, flexibler zu werden und auch den Raum öffnen für neue Sachen, auch für neue Sichtweisen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch sehr entscheidend, also mit dem Integrität bewahren eines anderen auch bei sich selbst sozusagen voranzukommen. Und bei uns Männern ist das, glaube ich, ein großes Thema, oder zumindest habe ich das bei mir bemerkt. Ja, es ist wahrscheinlich bei allen Themen, aber wahrscheinlich ist es durch das Männliche, wo man vorangehen will und schnell. Das spürt eine Spur stärker. Mir fällt dazu nur ein, dass wir ja da oft gefragt werden, wie wir das schaffen, auf so engen Raum zu sechst zu leben und zu sein. Und
Ich würde sagen, also es ist schon immer wieder herausfordernd und ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Familie, dass immer alles heil ist und alles super ist und dass alles geschmeidig ist, sondern es geht ja schon auch eben genau um, auch um dieses Spannungsfeld Integrität, Kooperation. Wo, wie schaffen wir es in einer Familie, zusammen als Einheit zu sein, wo jeder kooperieren muss, weil anders geht es nicht. Und wie schafft man es aber trotzdem, jeden Einzelnen einer selbst sein zu lassen und sich selbst zu entfalten mit seiner eigenen, in seiner eigenen Persönlichkeit, also wirklich so zu sein, wie man ist. Und das ist ein großes Spannungsfeld und ich glaube, aber der Grund, warum wir es aber trotzdem gut schaffen, weil, wie gesagt, leben wir mal sonst so eng zusammen so lang. Und vor allem jetzt da im Norden sind wirklich viel auch drinnen gewesen, weil es doch da braucht es eine Kooperation. Es braucht Kooperation, aber Kooperation funktioniert eben nur dann, wenn genug Raum für die Integrität ist. Also wenn das Kind genug Integrität spürt und merkt, okay, es kann es selbst sein, dann kann es auch zwischendrin wieder kooperieren. Und man merkt das gerade bei kleineren Kindern ganz stark, also die Kinder, die am Abend nur mal Nein sagen und bieteln und Wutausbrüche haben, die haben einfach am Tag schon zu oft kooperiert. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie nicht mehr kooperieren können. Und deswegen sagen sie dann Nein. Meistens ist es dann am Abend beim Zähneputzen oder irgendwo, wo dann plötzliche Wutausbrüche kommen. Und da kann man sich ja wirklich mal fragen, wie oft hat mein Kind heute schon kooperieren müssen? Wie oft hat er schon Nein sagen dürfen? Meistens staut es sich eben so an und dann irgendwann explodiert es und dann gibt es nochmal Wutausbruch. Und also ich finde, gerade ein Wutausbruch zeigt ganz häufig dieses Dilemma auf zwischen Integrität und Kooperation. Und gerade wenn Kinder viel und lange in Einrichtungen sind, müssen sie ja ganz viel kooperieren, weil gerade in so größeren Gruppen gibt es auch viele Gemeinschaftsaktivitäten, wo jedes Kind einfach, zu dem jedes Kind Ja sagen muss, darf, wie immer. Aber es ist oft nicht das eigene, sondern es ist das, was für die Kooperation, für die Gemeinschaft ist, was sie auch wollen. Sie wollen ja dazugehören. Das ist eben, wie gesagt, wieder ein Grundbedürfnis, wirklich diese Verbindung und die Zugehörigkeit. Aber es steht eben in diesem Spannungsfeld zu dieser Integrität. Und da gehört auch noch dazu dieses Thema mit den Grenzen. Also, denn wenn ich kann nur dann meine Integrität bewahren, wenn ich klar äußere, wo meine Grenze ist oder wer ich bin und wo ich bin. Und das geht eben nur, wenn ich klar meine Grenzen äußere. Und ich glaube, Kinder brauchen Grenzen, von dem kann man sich, glaube ich, verabschieden. Denn Kinder haben Grenzen und Erwachsene haben Grenzen. Und es gilt nur, dass jeder seine Grenzen äußert und dass man die Grenzen der anderen respektiert. Also ich würde nicht sagen, dass wir Grenzen brauchen, die wir unseren Kindern, also da gibt es keine Grenze. Na, wir kommunizieren unsere eigenen Grenzen sozusagen. Genau, es gibt vielleicht die Grenze, das geht nicht, dass du darauf gehst, weil das einfach meine Grenze für die Sicherheitsthema ist, zum Beispiel, ja? Überschreitet. Aber es gibt kein, das war vielleicht ein schlechtes Beispiel, fällt das daran nicht sein, aber genau, grundsätzlich geht es eher um die eigenen Grenzen. Na, du kannst sagen, äußern. Wenn du am Abend wütend bist, dann kannst du jetzt nicht mit dem Essen da herumschmeißen und das Polster und alles voll machen, weil das ist für mich etwas, da gehst du zu weit, aber wir müssen uns damit beschäftigen, dass du gerade in Unruhe bist. Und ich glaube, in dem, was du gerade vorher gesagt hast, da kann man aus meiner Sicht bei ganz vielen Familien helfen, weil wenn das Bewusstsein da ist, dass man weiß, okay, warum ist mein Kind am Abend so unrund und macht mir das Leben gerade am Abend, wo ich selbst zu fertig bin, immer so richtig zur Hölle. Also ein Beispiel bei uns, wenn wir mal einen Fahrtag haben, wo wir wirklich 5 Stunden im Auto sitzen, was zum Glück eh nicht so oft vorkommt, aber wenn wir mal 3 Stunden im Auto sitzen, dann ist das ja für die Kinder nichts anderes als kooperieren, weil sie können nur auf ihrem Sitzplatz sitzen und eine gewisse Sachen. Also sie können vielleicht nur zeichnen, vielleicht nur ein bisschen Schule machen, aber viel mehr können sie nicht. Sie können nicht draußen herumlaufen, während wir fahren. Und da müssen sie kooperieren. Und wenn es dann am Abend unruhend wird und man hat im Bewusstsein, okay, das Kind hat aber heute relativ viel Zeit kooperiert, dann ist klar, dass jetzt irgendwann einmal sein Integritätsverlangen oder sein Freiraum verlangt wird. Und wenn man das in seinem eigenen Bewusstsein hat und Verständnis dafür hat, dann kann man mit der Situation ganz anders umgehen, als wenn man mit einem Unverständnis da ist und die Welt nicht versteht. Jetzt habe ich den ganzen Tag, bin ich mit dir im Auto gefahren, habe dich von A nach B gebracht und jetzt bist du immer noch undankbar. Also das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, eine ganz wesentliche Essenz, um hier Verständnis zu haben, warum es Unruhesituationen noch gibt. Ne? Und einfach, wie wichtig eben wirklich das ist, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Wesens anzuerkennen, zu sehen und auch zu fördern, auch, dass das Kind in sich selbst seine eigene Persönlichkeit findet und auch leben kann. Und nicht, weil wir haben da schon ein bisschen immer wieder, das ist für ein Lernfeld für uns, weil wir ein Kind haben, das ein bisschen anders ist als ein anderes sozusagen. Und man versucht, man
denkt sich oft, man muss es jetzt vergleichen oder man hätte es gerne, dass das auch so macht wie das. Aber dabei geht das gar nicht, weil einfach das Wesen von dem einen Kind ein komplett anderes ist als von dem anderen Kind. Und es gibt da keine Wertung. Also es geht nie um eine Wertung, sondern immer nur um das, das ist so und das ist so. Und beides ist perfekt, so wie es ist. Und genau, aber immer wieder das im Bewusstsein zu haben, okay, das ist die Essenz dieses Menschen und die gilt es zu wahren. Also um das mit einem Beispiel vielleicht zu machen, was ich mit dem Floß vorher gesagt habe. Also wenn zum Beispiel dann der Julian oder der Liam meint, er muss das Floß so bauen, dann könnte ihn jetzt als Objekt behandeln und den bewerten und sagen, das ist ein Schwachsinn. Ja? Oder ihr könnt Objekt-Subjekt-Beziehung sozusagen, oder ihr könnt einfach wahrnehmen, wie er es macht. Weil worum geht es mir? Es geht mir nicht darum, dass das Floß perfekt ist, sondern dass der Augenblick, der Moment des Floßbauens gemeinsam für uns ein schöner Moment, eine schöne Erinnerung, ein schönes Jetzt und Hier sein ist, eine schöne Erfahrung bleibt. Ja? Und da geht es nicht darum, wie weit das Floß schwimmt, sondern es geht darum, dass wir den Moment mit einem Zauber erfüllen und mit einem schönen Augenblick. Und deswegen muss man sich dann einfach erinnern, okay, wie mache ich das? Indem ich die Integrität bewahre und die nicht bewerte. Gut. Der dritte Wert, oder wir haben es ja, ist die Authentizität oder einfach das Authentischsein. Also wirklich echt zu sein. Dass man nicht in irgendeine Mama-Rolle schlüpft oder in eine Papa-Rolle oder in eine Rolle des Elternseins. So muss es sein als Eltern oder so muss man muss konsequent sein oder man muss irgendwie. Das sind so irgendwelche komischen Rollen, die irgendwie die Gesellschaft oder die man irgendwie so mitkriegt hat, unterbewusst oder was auch immer, sondern dass man immer einfach authentisch ist. Und das ist, was ich vorher gemeint habe, es braucht keine Konzepte, es braucht gar nichts. Wenn ich authentisch bin und echt bin und eben diese versuche, die Integrität des Kindes zu wahren und diese und das auf gleichwürdigen Ebene, dann braucht es eigentlich nicht mehr. Mehr braucht es nicht beim Begleiten von Kindern. Denn wenn ich echt bin und einfach persönlich äußere, wie es mir mit einer Situation geht oder wie es für mich ist, dann ist das alles, was braucht. Würde ich jetzt sagen. Genau, und dadurch braucht es auch kein Lob oder kein Tadel. Also, sondern es braucht einfach nur die Anerkennung, wie es ist. Und das ist einfach nur, für mich ist es so. Und du bist halt bei dir und genau, nicht beim anderen. Ne? Ja, und also ich bringe dann gerne also dieses Beispiel mit, dem, mit der Lautstärke. Also wie gesagt, wir sind auf sehr engen Raum und ich kann, ab und zu ist mir das egal, dass es laut ist und hin und wieder, wenn ich gerade mehr Ruhe brauche, weil gerade irgendwas vorher schon war oder weil einfach gerade in dem Moment, oder ich komme gerade von einer Meditation, keine Ahnung was, oder es ist mir zu laut, dann äußere ich einfach, dann ist es einfach jetzt gerade, ist es mir zu laut. Und ein anderes Mal ist es mir nicht zu laut und das ist, also es braucht da kein, es muss immer so und so laut sein, sondern hin und wieder hat man eine Toleranzgrenze und es geht länger und hin und wieder ist es, geht es eben nicht zu laut und einfach, wenn ich da einfach echt bin und sage, das ist mir jetzt aber zu laut, wenn ihr da alle herumschreit oder so wie der Elia dann immer beim Wandern singt er immer ewig laut und dann im Rucksack genau da hinterm Ohr singt im Ohr eine schreit. Genau. Und da kann man einfach ganz ehrlich sagen, boah, das ist mir jetzt einfach zu laut. Du willst da singen, aber das ist einfach gerade zu nah bei meinem Kopf und das ist zu laut für mich. Also einfach dieses Echtsein, so wie man ist. Und das ist auch das, was man den Kindern dann vorlebt als Vorbild, also dass auch die Kinder ehrlich kommunizieren können, wie es ihnen mit der Situation geht. Das ist mir jetzt gerade zu viel Action oder ich brauche jetzt das oder ich will das. Einfach wirklich so, ja. Man lernt dadurch auch die Bedürfnisse von sich selbst wahrzunehmen und auch in weiterer Folge sie zu kommunizieren durch das Authentischsein. Also wenn ich aus meiner Sicht eine gute Übung als Vater, um authentisch zu sein, ist sich verletzlich zu zeigen. Und genau das Gegenteil, was ich vielleicht als Kind gehört habe, Indianer kennt keinen Schmerz, sondern genau das Gegenteil zu zeigen. Ja? Man reagiert halt einmal falsch, aber wenn man das selbst wahrnimmt, dann kann man im nächsten Augenblick sagen, die Freunde, die wir heute am Abend wahrscheinlich noch treffen, fahren gerade vorbei. Und wenn man es schafft, sich sozusagen als Vater verletzlich zu zeigen, eben nicht immer der Fels in der Brandung heißt ja nicht, dass ich immer recht habe und ich muss stark sein und ich darf keine Schwäche zeigen, sondern wenn ich im Moment reagiere, wollte ich sagen, also falsch reagiere, so wie ich es nicht sein möchte, dann kann ich, wenn ich es wahrnehme, 5 Sekunden später sagen, wow, jetzt ist gerade ziemlich was über mich drüber gekommen und ich war einfach komplett überfordert, aber es tut mir leid, eigentlich wollte ich es so sagen.
Oder zu sagen, ich habe dir vorher was aufgedruckt und eigentlich war das ein Schwachsinn. Das ist das, was ich mit verletzlich zeigen meine. Also man kann das als Mann und Vater ganz gut üben, authentisch zu sein, indem man einfach sagt und sich korrigiert, weil ich glaube nicht, dass ich immer richtig bin. Und wenn ich das feststellen darf, dann kann ich sagen, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz anders, als ich das im ersten Moment reagiert habe. Und dann komme ich in die Authentizität. Und was erreiche ich damit? Ich erlebe das vor. Das heißt, ich lebe vor und kommuniziere sogar, hey, ich habe das gemacht, weil es mir gerade richtig schlecht gegangen ist, weil ich habe mich gerade nicht sicher gefühlt oder ich habe mich unwohl gefühlt oder mir ist das und das abgegangen. Was mache ich damit? Ich kommuniziere Bedürfnisse und damit kann das Kind feststellen, okay, der Papa ist gerade so drauf. Und der hat auch Bedürfnisse. um Gottes Willen, ja. Und das Schöne ist, dass dann die Kinder das nachahmen. Also ohne, dass man es ihnen vorsagt, indem man es ihnen vorlebt. Und es geht dann auch ein bisschen in Richtung gewaltfreie Kommunikation, weil desto mehr man eben lernt, diese Bedürfnisse zu äußern und auch versteht, warum reagiere ich gerade so, eben weil das Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist, dann genau, ist es viel leichter, auch das wieder zu kommunizieren und einfach in eine positive Richtung wieder zu kommen oder in einer positive Richtung zu sein. Genau, und ich wollte nur kurz sagen, es geht, glaube ich, beim Elternsein nicht darum, dass man alles perfekt macht, sondern es geht darum, dass die Kinder Eltern haben, eben die echt sind und die authentisch sind und die auch Fehler machen und die keine Roboter sind und irgendwie immer richtig reagieren, sondern wir sind Menschen, so wie jeder andere auch, so wie jedes Kind seine Wutausbrüche hat, haben auch wir unsere Momente, wo wir einfach absolut nicht so sind, wie wir gern wären, aber es geht dann darum, wie gehe ich dann damit um und was mache ich daraus? Bin ich echt und sage, boah, ja, das war jetzt eben, so wie du gesagt hast, vielleicht nicht ganz richtig reagiert oder da habe ich gerade das und das Problem gehabt. Das ist ja das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wir haben nicht die ultimative Formel, sondern wenn man authentisch ist, dann gibt es nur die eigenen Wege und deswegen gibt es nicht die eine Formel, die es macht. Man kann sich selbst als Familie diese Werte für sich überlegen und dann wichtig ist, dass man dann, wenn man sagt, okay, die passen für jetzt gerade, dann kann man sie authentisch verfolgen. Und das ist das. Genau, und unser Ziel ist einfach eben, den Kindern zu stärken und einfach auch, dass wir untereinander einfach einen schönen, ehrlichen und einen wertschätzenden Umgang haben. Also ich glaube, es gibt so Familien, wo so viel Hass oder so viel Streit oder so viel Gehässigkeit ist. Und das ist eigentlich so schade, weil eigentlich ist das so eine wertvolle Zeit, die man dann miteinander verbringen kann. Oder es geht einfach immer um die Verbindung und um die Nähe. Und wenn die da ist, dann braucht es das andere alles nicht. Oder so. Vielleicht ein Thema, was nur dazu gehört. Oder vielleicht hast du es eh schon gesagt, aber ist das Thema Grenzen. Also auch, hast du eh gesagt, gell? Entschuldigung. Aber kannst gerne mal was sagen. Also, dass man sozusagen auch als Vater brauche ich das ja oft, weil ich, also ich habe es nur als Vaterrolle gesagt, weil ich in dem Leben vor der Reise war ich ja im Berufsleben. Das heißt, ich war immer wieder weg von den Kindern, weg von der Familie. Jetzt bin ich dauernd bei der Familie und das ist für mich immer noch, auch über 2 Jahre jetzt später nach diesem Reisestart, immer noch ein Thema. Ich muss mir meinen Raum suchen als Mann, als Vater. Ich kann nicht 24/7 nur um die Bedürfnisse der Kinder kümmern. Diese Kraft habe ich nicht. Ja, also ich glaube, ich habe schon manche Kräfte entwickelt, aber diese Kraft habe ich nicht. Und die muss ich auch nicht haben. Das ist authentisch für mich. Und hier zu sagen den Kindern, ich mache das mit dir, aber ich jetzt nicht. Jetzt setze ich mich hin und trinke meinen Kaffee, leider, ja, oder sonst irgendwas. Aber um diese Grenzen zu zeigen. Es kommt fast nie vor, dass du dir Zeit nimmst, dass du deinen Kaffee trinkst. Sonst. Ja, aber vielleicht sollte ich es öfter machen. Ja. Vielleicht brauche ich diesen Donnerstag, dass ich es öfter mache. Ja. Aber ich glaube, auch in diesen Grenzen kommunizieren, was bringe ich den Kindern bei? Wenn ich ein klares Nein zu etwas habe, dann bringe ich den Kindern ja auch bei, ein klares Nein zu machen und ein Nein zu machen, hinter dem sie stehen können. Dann kann nicht irgendwer, wenn sie mal nicht bei uns sind und in der Pubertät sind oder woanders sind, sie manipulieren, sondern sie verstehen selbst, was ihre Grenze ist, sie spüren es und können klare Botschaften senden. Ja? Und das ist ja das, was sie dadurch lernen. Indem wir Grenzen vorleben, ist das nicht schlecht für die Kinder, sondern wenn wir das in einer richtigen Art und Weise machen, ist das wieder eine Vorbildwirkung und stärkt sie das. Das als Mann, Mannsrolle noch dazu, wollte ich nur sagen. Ja, ja, denn es sind, du bist meistens der dann, wenn die Kinder, wenn wir stärkere Grenzen äußern müssen, dann bist du meistens der, ist der oft, das übernimmt. Oft die Vaterrolle, ja. Genau. Ja, und dieser der vierte Begriff oder der vierte Wert ist es irgendwie so die Verantwortung, die sich ja in eine persönliche und eine soziale Verantwortung trennt, wo es eigentlich miteinander gekoppelt ist. Also ich glaube, wenn man für sich Verantwortung übernimmt, dann übernimmt man automatisch später auch Verantwortung, soziale Verantwortung.
Und das Schöne ist ja, dass jedes Kind mit dieser Fähigkeit auf die Welt kommt, Verantwortung für sich zu übernehmen. Wenn man sich ein Baby anschaut, kommuniziert das mit Weinen ganz stark, mir ist jetzt zu kalt, ich brauche jetzt Wärme. Oder beim Essen, wenn es gefüttert wird und es ist satt, dass der Kopf wegdreht. Also jedes Kind hat von sich aus angeboren, die Fähigkeit, Verantwortung für sich zu übernehmen. Das Problem ist, dass ihnen das leider immer mehr abgewöhnt oder wie soll ich sagen, übergangen wird und dadurch hören sie nicht mehr auf ihr eigenes, um Verantwortung für sich zu übernehmen. Denn wenn ich das Kind fütter und nur weil da nur zwei Löffel drin sind und sage, komm, die isst aber jetzt schneller und da kommt jetzt nur ein Flugzeug oder irgendwas, dann spürt das Kind nicht mehr, okay, eigentlich bin ich satt, sondern so, okay, nein, scheinbar bin ich noch gar nicht satt, scheinbar isse ich nur zwei Löffel. Und wenn man das oft macht, dann verlernst du das oder vergisst das, was eigentlich das eigene Innere war und hört nicht mehr auf, im Außen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft, dieses Verantwortung abgeben. Ja, wir kennen das ja alle, dass man dann, oder dass es dann viel bequemer ist, was abzugeben. Also, ich gebe das Kind in die Schule, damit wer anderer das Kind richtet oder im Kindergarten. Und wenn es zurückkommt, soll es irgendwie erzogen sein und soll gut beschäftigt worden sein und es soll super nett gewesen sein. Mhm. Oder ich gehe zum Arzt, der wird mich dann schon wieder heilen, wenn ich ein Problem habe oder nur gar keins habe. Oder ich kümmere mich gar nicht so selber drum, sondern wer außen macht das. Also ich glaube, Verantwortung wird eigentlich in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen abgegeben. Wobei, das haben wir eigentlich eh schon... Ja, aber wir haben ein sehr gutes Reel vor kurzem zu dem Thema gemacht, nämlich wo es um Eigenverantwortung geht. Da ist der Elia beim Laufen gestürzt und es geht in dem Fall, auch wenn er kurz einen Schock hat oder kurz irgendwie das Moment hat, oh, und er muss weinen, dann geht es nicht darum, ihm in der nächsten Sekunde die heile Welt zu präsentieren, sondern angemessen zu dem, was wir ihm zutrauen, lassen wir ihn für sich selbst sozusagen einmal zu prüfen, wie er sich fühlt, kann selber aufstehen. Ich meine, wir reden jetzt nicht davon, dass wenn er wo blutet oder wenn er wirklich offensichtliche Verletzung hat, dass wir dann ihn heranlassen. Aber wir können ihn so begleiten, dass wir ihn nicht zu viel eingreifen. Und so stärken wir seine Eigenverantwortung. Und das ist das Thema, ja, um was es geht. Es geht darum, in der Eigenverantwortung zu bleiben und sie nicht zu entziehen und abzugeben. Das ist ja auch das, warum wir auf Reise sind. Und darüber haben wir auch schon einiges gemacht, ja. Ja, und eben, wie gesagt, ist diese soziale Verantwortung Richtung Empathie und Hilfsbereitschaft und so. Und das kommt dann alles automatisch. Wenn ein Kind die Eigenverantwortung lernt und wenn sie das in der Familie auch sieht, wie andere das leben, dann kommt das automatisch in diese Eigenverantwortung. Weil das Problem ist, das heißt ja oft, ja, die Kinder heutzutage, die haben ja keinen Respekt mehr vor anderen oder sonst irgendwas. Und das ist, ja, da ist irgendwie schon vorher schon was falsch entstanden. Also ich glaube, kein Kind, was gestärkt wird, seine Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, also das sind so viele kleine Bereiche, wo das möglich ist, dass ein Kind in seine Selbstwirksamkeit kommt, aber auch wirklich Verantwortung für sein Handeln und für sich übernimmt, dass dann diese Dinge nicht gibt. Also ein Kind, was eigenverantwortlich handelt, ist nicht respektlos, weil das passt nicht zusammen, also das passiert dann nicht. Es wird ihm ja teilweise entnommen, weil wir oft bequem sind, ja, weil wir denken, okay, jetzt gerade der Tisch deckt und bevor er jetzt dem Kind sozusagen aus seinem Grundbedürfnis mitzuhelfen zu wollen, hier will er es ja oft kooperieren, ja, sagen wir, nein, das mache ich jetzt. Ja, schneller geht oder weil damit schneller geht. Ja. Und wenn man aber hier geduldig ist, dann baut man etwas auf, was langfristig eben ihn dorthin bringt, dass es eben nicht davon abbringt, in der Eigenverantwortung zu bleiben, weil es einfach da schon angesiedelt ist. Und natürlich gibt es Phasen, wo es dann einmal ein Jahr lang weniger das Bedürfnis hast, da hier in die Eigenverantwortung zu kommen. Ja. Aber das sind Phasen. Bei uns geht es ja darum, dass wir etwas machen, was auf lange Sicht sozusagen hält und nicht was am Moment für bestmöglich schafft, sondern dass es sozusagen was hängen bleibt von diesem gesamten Umfeld, wie wir achtsam mit unseren Kindern umgehen. Ein wesentlicher Punkt fällt mir noch zur Verantwortung ein, die Qualität der Beziehung, die Verantwortung haben immer die Erwachsenen. Also man kann, glaube ich, nicht, wenn ein Kind jetzt da herumbitzelt, dem Kind die Verantwortung dafür geben, dass es mir schlecht geht deswegen oder dass ich jetzt da wütend bin oder sonst irgendwas oder wenn die Beziehung zwischen Kind und Erwachsenen gerade nicht so gut ist oder weil gerade, dass da gerade die Verbindung nicht so da ist, dann ist die Verantwortung bei mir als Erwachsenen, das kann ein Kind noch nicht. Ein Kind kann Verantwortung für sich übernehmen und kann einstehen für sich, aber es kann, je nachdem wie alt er da ist, aber die Verantwortung für die Qualität der Beziehung kann ein Kind noch nicht übernehmen. Und ich glaube, das ist
ganz ein wesentlicher Punkt, wenn es auch Probleme zwischen Eltern und Kindern gibt. Auch dann Richtung Pubertät heißt es ja immer, da kommen dann die Probleme. Ich glaube, da ist vorher schon einiges nicht so gelaufen, dass das zu Problemen kommt. Natürlich ist, verändern sich Dinge, aber ich glaube nicht, dass es vorprogrammiert ist, da Probleme gibt. Aber wenn es Probleme gibt, ist die Verantwortung dafür, liegt nicht beim Kind, sondern die liegt bei den Erwachsenen, zu schauen, okay, wo hapert es da, was passt bei der Beziehung zwischen uns gerade nicht, oder was braucht das Kind da gerade, oder wo sehe ich es gerade nicht, oder was ist da gerade für ein Bedürfnis dahinter, über das wir reden könnten oder wo wir hinschauen könnten. Also ich glaube, dass die Initiative müssen die Erwachsenen. Es ist die Aufgabe der Erwachsenen. Fragen nehmen, also Verantwortung. Nein. Ja. Sonst sind wir ja nicht erwachsen, wenn wir das nicht könnten. Genau. Ja. Ja, ich glaube, das war jetzt so. Vielleicht, was nur ganz wesentlich ist für euch, wenn euch das Thema so richtig interessiert und ihr noch mehr darüber wissen wollt, es gibt ja die vier Werte eben, wie wir Kinder begleiten, das ist ja nicht nur frei erfunden, sondern da haben wir einfach Bücher dazu gelesen. Die Magda ist ja ausgebildete Family Lab Trainerin und sie hat einen Vortrag gemacht, den ihr auch gerne euch anschauen könnt. Der ist bei uns auf der Plattform auf Patreon zu finden, das verlinke ich euch nochmal. Und da geht es dann wirklich ins Eingemachte, ins Detail, wo es um diese vier Werte geht, die ein Kind ein Leben lang tragen. Genau, und ich möchte schon als abschließend nochmal sagen, also ich finde, dass es einfach wirklich um diese liebevolle, offene Haltung dem Kind gegenüber geht, aber nicht darum, alles perfekt machen zu müssen. Also bei uns läuft wirklich nicht alles perfekt, aber es geht einfach wirklich darum, ja, es geht um die Haltung und das, was man, weil wir wachsen ja, man wächst ja mit jedem Kind, ist anders, mit jeder Situation, mit jeder Gegebenheit, die da ist, wird man ein Stück mehr zu sich und wird das Kind mehr zu sich. Und es geht einfach darum, eben, wie schaffen wir das gut, dass da alle irgendwie so seinen Platz haben in der Familie. Oder? Mhm. Also ich glaube, wir haben das jetzt echt rübergebracht, dass das eins unserer Herzensthemen ist. Hoffentlich. Ich hoffe, wir konnten euch bis zum Schluss mitnehmen bei diesem Thema. Genau. Und vielleicht noch ganz kurz. Wir freuen uns auch über Austausch mit euch über dieses Thema. Also schreibt es gerne in den Kommentaren, wie ihr das seht, wie ihr das so macht. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn großer Bedarf ist, können wir gerne noch einmal irgendwann am Donnerstag dazu machen. Also es gibt da noch viele, viele Bereiche, gerade was achtsames Umgang mit Kindern betrifft. Also wir haben jetzt ja nur einen kleinen Bereich eigentlich so und so rausgenommen. Genau, also wenn der Bedarf ist, schreibt es gerne. Wir freuen uns über Austausch. Oder? Ja. Genau. Also dann. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns in einer Woche. Tschüss.